Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir in Mittelerde, denn für alle Fans von Herr der Ringe und die gesamte Welt drumherum gibt es ja in den nächsten Jahren so einiges, worüber man sich freuen kann, beziehungsweise man auch in Sorge sein kann, ob es die Qualität erreicht von dem, was wir so uns erhoffen. Denn zum einen haben wir den Start der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht ab dem 29. August auf Amazon Prime Video. Im Kino erwartet uns dieses Jahr noch mit The War of the Rohirrim, ein eigener Animationsfilm rund aus Mittelerde, und Warner Brothers hat ja kürzlich verkünden lassen, dass mindestens zwei weitere Kinofilme rund um Herr der Ringe folgen werden. Einer davon beschäftigt sich mit Gollum und dafür kehrt Andy Serkis zurück in diese Figur vor der Kamera, wird aber auch die Regie übernehmen. Und bei einem weiteren Film weiß man noch gar nicht, worum es so gehen wird und die Frage, was dann noch danach alles für Filme kommen könnten. Kurzum, da gibt es einiges, worauf man gespannt sein kann, und zwei Nachrichten dahingehend, die nicht uninteressant sind. Zum einen hatte Viggo Mortensen mit der GQ UK im Interview darüber geredet, beziehungsweise wurde gefragt, ob er sich vorstellen kann, als Aragorn zurückzukehren. Und er hat gesagt, ja, er hat in der Rolle viel gelernt und er findet diese Rolle toll und er kann sich vorstellen, zurückzukehren. Natürlich muss das aber passen. Und damit meint er, dass Aragorn ja sehr, sehr langsam altert und bereits Mitte 80 ist im dritten Teil von Herr der Ringe, also die Rückkehr des Königs. Und dementsprechend, wenn man eine Geschichte erzählt, in der sein jetziger Look vom Alter transportiert auf das Alter von Aragorn dann hineinpassen würde, dann würde er auf jeden Fall wieder vor der Kamera stehen. Würde ich mich ehrlicherweise darauf freuen, diese Vibes nochmal zu sehen, bin aber gespannt, was ihr davon haltet. Und zum anderen, rund um die zweite Staffel von Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video, ja Ende August startend, ist nun klar, und die Vanity Fair auch die ersten Bilder veröffentlicht, dass eine Figur, die als eine der Lieblingsfiguren der Fans gilt, aber bei den Peter Jackson Filmen niemals vor der Kamera zu sehen war, nun in der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht zu sehen sein wird. Die Rede ist von Tom Bombadil, einer, der sehr, sehr alt ist. Und zwar so alt, dass er noch vor den Elben in Mittelerde war, am Rande vom Auenland lebt und ein einfaches Leben führt, aber eben auch eine sehr besondere Figur ist. Ein kauziger Typ mit langem Bart und Hut, und man kann auch schon erste Bilder eben von der Vanity Fair veröffentlicht rund um die Serie und seinen Auftritt sehen. Auch wenn er sich hier an einem anderen Ort wiederfinden wird, haben wir also diese beiden Nachrichten. Tom Bombadil und vielleicht auch Viggo Mortensen als Aragorn einmal mehr. Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Hasbro Crossover hat einen Hauptdarsteller. Am Ende von Transformers 7 kann man sehen, wie die Hauptfigur Noah von den G.I. Joe rekrutiert wird. Und dementsprechend war relativ schnell klar, es wird anscheinend ein Crossover zwischen G.I. Joe und Transformers geben, was inzwischen auch offiziell bestätigt ist. Sicherlich will Hasbro seine beiden Franchises dahingehend weiter vermarkten. Letztendlich ist das sicherlich auch gut für den Spielzeugabverkauf. Aber bisher weiß man zwar, dass das Crossover kommen wird, kennt aber keinen Titel. Man weiß nicht, wer Regie führen wird. Man weiß aber, dass Steven Spielberg, dass Michael Bay und Lorenzo Di Bonaventura produzieren werden das Ganze. Aber anscheinend hat man jetzt einen Hauptdarsteller. Und das ist ein großer Bekannter, nämlich Chris Hemsworth. Scheint kurz davor sein, bestätigt zu werden, beziehungsweise verpflichtet zu werden für dieses Crossover. Die meisten kennen ihn sicherlich als Thor. Aktuell sieht man ihn als Dementos in Furiosa, dem neuesten Film aus der Welt von Mad Max. Und hier wäre es dann wieder ein neues, großes Franchise, in dem wir ihn wiederfinden würden. Und quasi auch ein Doppelschlag in der Welt von Transformers. Denn er leiht ja auch einem der Hauptfiguren seine Stimme im kommenden Animationsfilm Transformers One, der ja noch dieses Jahr in den Kinos startet. Kurzum, das Crossover aus G.I. Joe und Transformers nimmt langsam Form an und anscheinend wird Chris Hemsworth mit an Bord sein. Von der Rom-Com zum He-Man. Aktuell kann man Nicholas Galitzine in Als du mich sahst, The Idea of You heißt er im Original, auf Amazon Prime Video sehen. An der Seite von Anne Hathaway als Counterpart, als einen Band-Boy-Lead-Sänger, der 16 Jahre jünger ist als die andere Hauptfigur, und eine Liaison, die so zumindest in der Gesellschaft und Öffentlichkeit angefeindet wird. Das Ganze soll laut Harry Styles-Fans auch durchaus basierend sein auf einer Harry Styles-Fan-Fiction-Idee, beziehungsweise auf seinem Leben, aber das sei mal hingestellt. An dieser Stelle ist ja Rom-Com das eine Genre und nun aber wechselt er in ein ganz anderes, denn er soll He-Man werden, beziehungsweise der neue He-Man-Darsteller. Damit Dolph Lundgren beerben, und der neue He-Man-Film, der Masters of the Universe heißt, befindet sich seit anderthalb Dekaden in der Entwicklung, war ursprünglich mal bei Netflix geplant, ist dann aber über die Akquise von MGM als Studio durch Amazon auch bei Amazon gelandet, und dementsprechend kommt dann dort dieser Film raus. Und Nicholas
Gellert sein, soll dann den jungen Prinz Adam spielen, beziehungsweise hier in der Geschichte geht es sogar zurück bis zu einem 10-jährigen Prinz Adam, der auf der Erde abstürzt, von seinem magischen Schwert getrennt ist und es soll fast 20 Jahre dauern, bis er wieder an dieses Schwert gelangt und damit dann in den Kampf mit Skeletor hineingezogen wird, den großen bekannten Bösewicht aus der Welt von He-Man. Und das alles zusammengepackt soll aber kein Film sein, der direkt als Streamer dann auf Prime Video zu sehen sein wird, sondern so eine Kinoauswertung bekommen, nämlich im Juni 2026. Und muss man sagen, für Nicolas Galitzine, wenn ich ihn hoffentlich richtig ausspreche und nicht die ganze Zeit falsch, ist das definitiv ein krasser Wechsel im Genre und zu einer der großen bekannten Figuren, von der wir lange nichts mehr gesehen haben, aber schon lange einiges in Planung ist. Eine neue Sherlock-Serie kommt und man muss ganz klar sagen, die beiden Figuren, die am meisten porträtiert worden sind in Film- oder Serienform, in der Filmgeschichte, sind Dracula und Sherlock Holmes. Allein wenn wir auf Sherlock Holmes schauen, haben wir die beiden Guy Ritchie-Filme mit Robert Downey Jr., wir haben die BBC-Serie, die Benedict Cumberbatch wahnsinnig berühmt gemacht hat mit Sherlock, wir haben Enola Holmes als weibliche Variante aktuell in den verschiedensten Netflix-Filmen und das als Franchise auch weitergeführt worden wird zwischen durch Sir Ian McKellen, der einen älteren Sherlock Holmes gespielt hat. Und das sind nur einige Beispiele aus den letzten Jahren. Gesellt sich nun eine neue Variante dazu. Denn während sich Fans fragten nach Sherlock Holmes 1 und 2 mit Robert Downey Jr., inszeniert von Guy Ritchie, wann endlich der dritte Teil kommt und Jahr um Jahr vergeht, ohne dass sich wirklich was tut, wird es nun eine eigene Amazon Prime Serie geben, die auch Guy Ritchie zu Teilen mit inszeniert. Und die heißt Young Sherlock. Basiert auf einer 8-teiligen Buchreihe, die sich wiederum mit einem 13-jährigen Sherlock Holmes auseinandersetzt. Hier für die Serie soll der aber auf 19 Jahre gealtert werden. Und die Besetzung ist definitiv dann nicht Robert Downey Jr., sondern jemand anderes. Und die Rede ist von Herophine Tiffin, den viele aus der After-Reihe kennen sollten. Und hier sind wir dann tatsächlich wieder bei einer Harry Styles-Fanfiction, denn er spielt da Harden Scott, jemand mit den gleichen Initialen. Und das basiert tatsächlich auf einer Harry Styles-Fanfiction. Oder auch in seinem aktuellen Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare spielt er mit, deswegen Guy Ritchie und er schon Anknüpfungspunkte haben. Und er soll der neue junge Sherlock Holmes werden. Er ist zwar 26, wird dann für 19 ausgegeben, aber seine Art und Weise könnte schon irgendwie drauf passen auf einen Sherlock Holmes. Kurzum, einmal mehr eine Variante des berühmtesten Meisterdetektiven der Welt nach Arthur Conan Doyle. Und ich bin mal gespannt. Ich mag Guy Ritchie. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man der Figur immer es schafft, etwas Neues zu verleihen. Zumal man das zuletzt seriell so richtig ikonisch mit Cumberbatch gemacht hat, aber ich bin offen und auf eure Meinung dazu gespannt. Weitere Probleme bei Blade. Wir wissen ja, dass im nächsten Jahr bereits ein neuer Jurassic World Film starten soll. Mit Scarlett Johansson, mit Jonathan Bailey, mit Rupert Friend und noch weiteren. Und das bedeutet, die Dreharbeiten beginnen schon im Juni und so ein großer Blockbuster hat jede Menge Post-Production hinten dran. Und nun sollen auch noch der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali mit an Bord sein. Und da können Fans von Marvel wiederum hellhörig werden, weil nächstes Jahr im November soll doch eigentlich der neue Blade-Film in die Kinos kommen, der eigentlich schon im November 2023 rauskommen sollte. Aber dann gab es Produktionsprobleme, eine ganze Armada an Schwierigkeiten bei der Planung von Marvel, Doppelstreik in Hollywood und so wurde der Starttermin verschoben und verschoben und verschoben von Blade um ganze 2 Jahre. Und nun soll Mahershala Ali im neuen Jurassic World Film mit dabei sein. Die Frage ist, wie groß ist die Rolle denn letztendlich? Sind es nur 1-2 Drehtage? Dann mag das passen. Ist die Rolle größer? Ist die Chance auch höher bei Blockbustern, dass bei den für gewöhnlich stattfindenden Nachdrehs auch eher abgefragt wird? Und dann kommt es zu Problemen bei der Terminfindung. Kurzum, man kann so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, hat Blade jetzt ein neues Problem und muss sich vielleicht nach einem neuen Hauptdarsteller umsehen? Weil so langsam aber sicher beginnt ja da auch der Druck, mal in die Dreharbeiten zu gehen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Verzögerung bei Mission Impossible 8. Man muss schon ehrlich feststellen, dass Ethan Hunt bzw. Tom Cruise in seinem langlebigsten Franchise, zumindest was die Menge der Filmteile angeht, ansonsten wäre das natürlich Top Gun, durchaus in letzter Zeit nicht mehr so richtig Oberwasser hat. Mission Impossible 7, Dead Reckoning Teil 1, hatte nicht bloß einen sperrigen Titel, sondern auch die Leute fanden es so sperrig, dass sie wenig ins Kino gegangen sind und der hat weltweit bei den Kinokassen nicht so gut funktioniert, obwohl ich den inhaltlich ehrlicherweise mochte. Und Paramount Pictures reagierte und hat
bei einem achten Teil erst einmal den Titel gestrichen und gesagt, wir machen daraus nicht der Reckoning Part 2. Der ist erstmal unbetitelt und dann ging es irgendwann in die Produktion. Doppelstreiks in Hollywood, die wurden verschoben. Anfang März konnte man die neu aufnehmen und nun gibt es neue Probleme, denn innerhalb von Mission Impossible 8 gibt es wohl wieder ein sehr wichtiges U-Boot. Und dieses U-Boot kostet knapp 30 Millionen Euro. Und das hängt an einem Gimbal, um sicherlich beweglich zu sein bei den Dreharbeiten. Aber dieses U-Boot ist so groß und so schwer, dass dieses Gimbal nun bei den Dreharbeiten blockierte. Und um das zu reparieren, ist das nicht bloß kosten-, sondern ziemlich zeitintensiv, weswegen angeblich die Dreharbeiten zu Mission Impossible 8 jetzt um mehrere Wochen nach hinten geworfen werden wurden. Und man dementsprechend schauen muss, wie produziert man, was kann man stattdessen machen. Ich meine, Locations buchen, Schauspieler buchen und so weiter und so fort. Das änderst du nicht von heute auf morgen und kannst sagen, okay, wenn wir auf diese Soundstage nicht können oder in dieses Set nicht, dann drehen wir einfach erstmal das Ende des Films. So einfach ist es dann nicht und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob man den Kinostarttermin von Mai 2025 oder genauer gesagt Ende Mai 2025 wirklich halten kann. Aber es gibt neue Probleme am Set von Mission Impossible 8 und das Franchise gerät so ein wenig ins Wanken. Und hier noch einige Kurzfilm-News im Überblick. Der Cast rund um Knives Out 3 wird nach und nach bekannt gegeben. Natürlich kehrt Daniel Craig zurück beim neuen Rian Johnson-Abenteuer. Ohnehin, die ersten beiden Filme waren ja auch sehr erfolgreich, wird aber unter anderem auch Andrew Scott mit dabei sein. Und die beiden kennen sich schon vor der Kamera, aber zuletzt war der in All of Us Strangers so, so gut und deswegen bin ich gespannt. Aber auch Kelly Spaney mit dabei, Hauptdarstellerin von Priscilla zuletzt, die auch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen hat. Oder auch Josh O'Connor, der in Challengers richtig gut ist. Also schon mal zwei relativ junge Akteure und dann noch Andrew Scott, die wahnsinnig talentiert sind, dabei im Cast von Knives Out 3, der übrigens den offiziellen Titel haben wird, Wake Up Dead Man, Knives Out Mystery. Hayao Miyazaki hat ja immer wieder gesagt, seit 2013, das ist jetzt mein letzter Film. Das ist jetzt mein letzter Film. Und zumindest schien zuletzt klar bei Der Junge und der Reiher, Oscar-Preisträger-Film, der vor allem in Japan so gut in die Kinos reingestartet ist, obwohl der Film gar keine Werbung hatte, nicht mal einen Trailer hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die Leute einfach wissen, wenn man seinen Namen hört und Studio Ghibli, da muss man unbedingt hin. Das lohnt sich immer im Kino anzuschauen, dass im Grunde dieser Name allein reicht, um eine Fanbase zu aktivieren. Hat aber auch damals gesagt, das war jetzt wirklich mein letzter Film. Nun hat sein Sohn im Interview verraten, Pustekuchen, der arbeitet schon wieder an dem neuen Streifen. Fans können sich darauf natürlich dann freuen. Es soll dabei ein Film sein, der irgendwo zwischen Action und Abenteuer stattfindet, mit einem nostalgischen Faktor, also eher auch an seine klassischen, älteren, wahnsinnig erfolgreichen Meisterwerke erinnert. Kurzum, Hayao Miyazaki sagt, er macht Schluss, macht er aber nicht. Der Ausflug von David Gordon Green in die Welt der großen Fußstapfen von Der Exorzist scheint beendet zu sein. Er selbst hat sich ja verdingt mit der Neuauflage der Halloween-Filme rund um Michael Myers, aber hat dann mit Der Exorzist Bekenntnis einen ziemlich lahmen Film abgeliefert. Sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans kam der gar nicht gut an. Und wenn man da sich daran erinnert, dass Universal Pictures, glaube ich, 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt hat, um 3 weitere Der Exorzist-Filme machen zu dürfen und er die auch machen sollte, da kann man schon nach diesem nicht vorhandenen Erfolg von Der Exorzist Bekenntnis 3 Fragezeichen hinterschreiben. Nun scheinen Blumhouse als Produktionsstudio und Universal reagiert zu haben, denn ihn soll jetzt nun Mike Flanagan beerben. Und Mike Flanagan ist unter anderem derjenige, der den Erfolg zu verantworten hat hinter Spuk in Hill House, Der Untergang des Hauses Usher oder auch Spuk in Bly Manor. Also in erster Linie auch Produktion von Netflix, der auch einen gänzlich anderen Ansatz wohl wagen darf bei einem neuen Film rund um Der Exorzist. Sicherlich war es dringend nötig, diese Personal zu wechseln. Und beenden wir diese Folge Filmnews mit der Info, dass die Dreharbeiten zu der Realversion von Vaiana, während gerade auch der Trailer zum Animationsfilm Vaiana 2 unglaublich oft abgerufen wird, begonnen haben und Dwayne Johnson nun selbst noch nicht vor der Kamera stand, aber im Tonstudio schon mal fleißig You're Welcome eingesungen hat, einer der bekanntesten Tracks rund um Vaiana. Er selbst wird ja einmal mehr Maui verkörpert, den Halbgott, den er in der Animationsvariante auch schon mit seiner Stimme porträtiert hat. Und ich muss sagen, im Tonstudio, dafür, dass er in erster Linie irgendwie Geschäftsmann ist so ein Wrestler und versucht dann ein bisschen zu schauspielern, aber auf jeden Fall jemand ist, der irgendwie die Leute in seinen Bann ziehen kann, der macht das nicht schlecht mit seinem Einsingen und das könnt ihr hier auch sehen und natürlich findet ihr den gesamten Clip verlinkt in der Infobox. Als kleiner Abschluss dieser Folge Filmnews hinein ins Wochenende gleitend wünsche ich euch, dass ihr ein paar schöne, hoffentlich freie Tage habt. Ich bedanke mich immer fürs Reinschalten, hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.